Moin, liebe Leute, hier ist David von Musik Produktiv. Neben mir sitzt der liebe Nick von Zodiac, Sänger und Gitarrist. Und für euch haben wir heute das Wemuran Shanks mit dabei. Ein sehr, 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 sehr edles Fasspedal. Und ich würde sagen, da springen wir direkt mal rein. Die Pedale kommen aus Japan, was jetzt allerdings überhaupt kein Kompromiss irgendwie in Sachen Qualität oder Ähnlichem, sage ich mal, bedeuten sollte. Das ist ein sehr hochwertiges Gehäuse allein schon. Ich meine, es ist Messing. Macht einen sehr, sehr, sehr wertigen Eindruck, ohne dass man jetzt, sage ich mal, einen Blick in, auf das Innenleben geworfen hat. Ansonsten wäre natürlich interessant zu wissen, dass das Pedal weitestgehend auch den Schaltkreis von einem Fussface bzw. vom alten Tonebender basiert. Es sind hier jetzt generell sehr viele NOS-Teile verbaut, New Old Stock, sprich alte Bauteile aus alter Produktion. Danke sehr. Aber eben irgendwie verschütt gegangen in irgendwelchen Lagern, verstaubt und so weiter, als dass man eben, ob es jetzt Röhren sind oder was weiß ich, Widerstände, alles Mögliche, was man eben dann so noch in der heutigen Zeit auch gut verbauen kann. Wir springen mal rein. Wir haben hier ein Volume, macht Sinn, um einfach Lautstärkeverhältnis zum Pedal anzupassen bzw. auch den Amp ein bisschen heißer anzufahren von der Eingangsstufe her. Hier können wir unseren Fass regeln, also den Grad des Fasses, der Verzerrung dadurch. Und Bass und Höhen können wir hier regeln. Genau, deshalb ist das jetzt auch die 4K-Variante, schimpft es sich. Das steht für 4 Knobs oder 4 Knobs im Englischen. Das gab es früher auch mal, das Pedal mit 3. Insgesamt hat das, also dieses Pedal in der Version jetzt aber 6 Potis. Es verstecken sich nämlich auf der Innenseite noch 2 Potis, einmal für das Fass Color, könnte man sagen, also, oder heißt es, für die Klangfarbe im Prinzip des Fasses. Das kann man da nochmal ändern und man kann den Bias justieren, also das Pedal ein bisschen heißer oder kälter einstellen. Gut, allgemein gilt natürlich, wir haben hier Flashback und Hall of Fame Mini eingeschliffen von TC für ein bisschen Delay und für ein bisschen Reverb. Und hier hinten steht jetzt eine Small Box aus dem Hause Friedman. Das ist seines Zeichens einfach ein relativ klassischer Plexi-Style-Amp, als dass wir auch jetzt schon ein bisschen Dreck im Grundton haben. Wir gucken jetzt erstmal im ersten Kanal. Ich lasse euch gleich erstmal ohne das Pedal reinhören. Es ist jetzt so ein leicht crunchiger Ton, also mit der Tele ist es jetzt noch relativ klar. Und im zweiten Kanal schauen wir mal gleich, wie sich der Shanks schlägt mit ein bisschen mehr Gain. Genau. Gut, mach's einmal vielleicht mal eben kurz einen Chord oder so legen, damit man hört, wie der Amp klingt gerade. Genau. Also doch schon ziemlich clean, ne? Wenn ein bisschen mehr. Ja. Genau. Gut, und dann würde ich sagen, let's kick it. Sagen, auf den ersten Eindruck. Es ist halt schon ein sehr transparentes Fass. Das ist allgemein das, was diese Wemuran-Pedale auszeichnet. Genau, hier sei jetzt vielleicht noch kurz erwähnt, der Namensgeber für das Pedal ist John Shanks, seines Zeichens ein relativ bekannter Produzent. Hat auch eine Gibson Collector's Choice spendiert bekommen. Was vielleicht nochmal interessant wäre, zu zeigen, was denn für einen Dynamikbereich das Pedal auch abdeckt, so was deine Anschlags
Stärke, sage ich mal, anbelangt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was demonstrieren. Macht das Pedal schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Und das ist so oft, finde ich, so eine Königsdisziplin von einem Pedal, weil das ja doch schon eigentlich eine M-Charakteristik ist. Ja, ich meine, gut, es ist jetzt halt auch kein gerade günstiges Pedal, um ja, das mal so zu formulieren. Da hat man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Aber ich würde sagen, da kann man ein Häkchen hintersetzen. Das macht das Pedal eigentlich schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Schön drahtiger Sound rein. Ja, eben, das ist sehr, sehr natürlich. Der Klappencharakter bleibt irgendwie weitestgehend erhalten, ne, von der Gitarre. Das hört man gerade auch hier im Raum eigentlich sehr gut. Ja, und das ist eigentlich bedingt eigentlich eine Eigenschaft von Fasspedalen, würde ich sagen. Ja, das macht sich hier schon sehr gut. Wollen wir nochmal was mit der Telly oder direkt zu Les Paul? Les Paul. Les Paul. Sehen wir uns gleich wieder. Nick hat jetzt eine Paula auf dem Schoß, Les Paul Custom, ganz klassisch. Und wir sind beim Freakman jetzt in den zweiten Kanal gegangen. Gain knapp über 12 Uhr. Klangregelung alles relativ neutral, Mitten und Höhen so ein Hauch angehoben. Ja, und jetzt geht's hier ordentlich zur Sache, würde ich sagen, wenn du möchtest. Richtiges Mayhem, was hier losbricht, würde ich sagen. Ja, das haut mich ein bisschen von den Socken. War schon ziemlich dick, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Was man jetzt gemerkt hat, ich Treble gerade ein bisschen nachgeregelt im Vergleich zum ersten Kanal quasi. Ne? Da hat man gemerkt, das wurde schon ein bisschen zu dumpf mit der Paula. Irgendwie, ja, doch untenrum, das ja, also war ein bisschen zu viel. Man muss halt in den Bässen gucken. Es sei denn, man möchte halt klanglich genau in diese Richtung, dass der Amp halt nur noch am Kotzen ist so. Ja. Und dieses wirklich kernig-fuzzige, sag ich mal, herausarbeiten möchte. Ja, aber es ist ja schön, dass es solche Möglichkeiten gibt in solchen Extremeinstellungen, weil ich denke auch gerade mit aufgedrehtem Fass und ein paar mehr Bässen, so, da geht auch jedes Stoner-Herz auf. Das sind schon so die Sounds, die man im Ohr hat. Das ist echt brutal. Vielleicht trotzdem noch mal kurz auf die Dynamik eingehen. Ja. Jetzt im Vergleich zu vorhin einen eingeschränkteren Dynamikbereich. Ne, wir sind jetzt im zweiten Kanal von der Smallbox. Du hast jetzt eine Gitarre mit Humbuckern auf dem Schoß, dass das jetzt nicht so aufklappt wie eben. Ja, das stimmt. Logisch. Ne? Aber nichtsdestotrotz, gerade jetzt mit etwas runtergeregeltem Fass, ich habe es jetzt gerade wieder auf 12 Uhr, wo du diese Single Notes gespielt hast, finde ich, kommt doch eine ziemlich große Dynamik eigentlich zum Tragen, oder? Ja, es ist verhältnismäßig natürlich. Ja gut, auf eine Les Paul merkt man das nicht so drastisch als auf eine Fender. Ne? Also logisch. Das ist ganz klar. Aber das Ding, das schiebt ohne Ende, also macht echt Spaß. Also auf der Les Paul ist dann eher, wenn man ein bisschen lauter spielen will, ein bisschen druckvoller. Und
Ja, also der Sound zum Bügeln. Das Gerät, ne? Wirklich toll. Ne? Richtige Abrissbirne. Ja gut, hast du noch einen auf Lager? Wollen wir noch mal irgendwas? Wie immer, ne? Immer? Ja, also wenn du möchtest, kannst du uns. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch irgendwie, dass wir zum Ende kommen. Ja, Nick spielt uns einfach noch raus. Ich drehe vielleicht nochmal abschließend ein bisschen an den Knöpfen. Ja, und es gilt natürlich wie immer, kommt am besten selbst vorbei hier bei uns in Ebenbüren-Langenbeck im Hauptgeschäft. Probiert den ganzen Kram, also alles, was hier natürlich steht. Explizit jetzt heute das Bemerang Shanks bei uns selber aus. Verschafft euch da irgendwie einen eigenen Eindruck von. Und wir verabschieden uns schon mal, ne? Okay. Ich sage bis zum nächsten Mal. See you later. See you later. Ich drehe mal ein bisschen an den Knöpfen.